Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen und einen wunderschönen zur Mission Nummer 8 mit Otto dem Großen im fantastischen Victors and Vanquished DLC von Age of Empires 2. Es ist der Neustart, der zweite Run in dieser Mission. Diese Mission zeichnet sich dadurch aus, dass man ein sehr interessantes Loyalitäts- und Diplomatiesystem hat, wo man seine Vasallen zwar steuern und auf Gegner loslassen kann, aber sie dafür mit Ressourcen vollpumpen muss. Irgendwo hier war der Ungar. Hier den Wenden schnappen wir uns selber. Aus dem einfachen Grund, weil der ein schwächerer Gegner ist. Der ist nur in der Feudalzeit. Und wir sind leider noch nicht ganz so weit, dass wir das Ganze mit einer fetten, vollen Armee machen können. Und weil wir hier Schnelligkeit brauchen in dieser Mission, spielen wir da auf jeden Fall mit Kavallerie. Denn sie waren im Mittelalter ja auch gefürchtet, die berühmten teutonischen berittenen Bogenschützen, ne? Ach Gott, Franke, was hieß mit du? Frank, zieh weg. Oder sie sind schon weggefrankt. Frank, zieh weg. Ja. Verheizt euch bitte schön an der Burg, liebe Vasallen. Aufzählen. Gut, sonst sind wir eigentlich, was die Wirtschaft betrifft, hier ein bisschen besser unterwegs als in der letzten, als im letzten Versuch. Ganz ehrlich. Mehr. Der Lotharingien kann auch mal ein bisschen was bekommen. Ein klein wenig. Gut. Also. Chevalier. Ja, damit. Ganz wichtig. Heiße? Ja, Otto. Lock sie ruhig rein. Da können zwei Burgen auf denen herumballern. Und der Otto in seiner ganzen Ottigkeit kann das natürlich. So, die nächste Reuse. Dein Text. Ist natürlich die Frage, ob die Wenden hier oben noch irgendwas zu wenden haben oder ob die dann schon weg sind. Einer eurer Vasallen steht kurz vor. Ja, danke für die Erinnerung, sonst hätte ich es überhaupt nicht bemerkt, lieber Erzähler. Million. Okay, weiter pushen. Die Bayern zahlen Gold, das ist gut. Das gehalten wir uns auf jeden Fall. Das behalten wir uns. Und mehr Chevrolets. Du kannst eine Reise machen. Gut, ein wenig Verstärkung. Geht's. Schön aufteilen und alles wegmachen. Und mehr Bogenschützen.
Gut. Bin eigentlich zufrieden, muss ich sagen. Aber nur für alle Fälle. Räte! Kommt ihr mal runter und postiert hier eine Burg. Uwere. Ah, na, das hier drüben. Na, das ist Westfranzien, hier unten, okay. Ihr kommt dazu. Ah, da wäre Gold. Ja, müssen wir dann eh bald auslagern. Könnten wir eigentlich schon mal damit anfangen. Ja. Ja. Wir drei. Heiße, das war. Wir machen das wirklich da oben. Das ist ein schöner versteckter Platz. Okay. Eigentlich könnten wir das auch tun. Wenn ich den Marktplatz da finden würde. Gut, Franke. Gut. Angriff. Vielleicht haben die Wänden hier noch was, das könnte sein. Ah ja, hier. Ja gut, werden wir uns alles holen. Weg mit dem. Weg mit dem und mehr Truppen. Die unaufhaltsamen teutonischen Reiterhorden. Sie sind gefürchtet und berüchtigt in der ganzen weiten Welt. Ne? Jo. Da ist noch eine Kuh. Da ist ja auch noch eine Kuh. Einer eurer Vasallen steht kurz vor der Rebellion. Ja. Ihr könnt eigentlich mal das Holzlager ein bisschen verlegen. Na, wir lassen das mal noch. Aber das kann eigentlich weg. Und ja. Technologien. Hey, ja. Hey, ja. Uwere. Okay. Ja, danach sollten es die Wänden eigentlich... sollte es das eigentlich gewendet sein, ne? Du reitest durch. Ja. Ach komm. Weil wir halt nicht zusammen. Ne? Okay, hier waren noch ein paar Häuser. Mal eben zum drüber rutschen. Franke. So geht das nicht, du kleiner Franke. Der Leiter. Angriff. Du kommst da dazu. Da unten natürlich. Und mehr Technologien.
Und mehr Chevrolets. Oder auch nicht. Ja, das war. Du baust ein paar Häuslis. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wo wir noch Steine hätten. Jo. Baut mal Holz in der Zwischenzeit ab. Bereite, Räte. Und du bist überschlüssig. Du wäre. Ja, das war. Du auch. Du wäre. Heiße? Hauber. Ups, war das falsche Lager. Ja, Hauber. Ja, das ist so. Eigentlich könnte man hier TC machen. Wenn es denn hinpassend hätte. Du wäre. Heiße? Einer eurer Vasallen steht kurz vor der Rebellion. Ja, keine Panik, keine Panik. Franke. So geht das nicht, du kleiner Franke. So, wir schauen, was hier noch so ist. Heiße? Du bleibst daheim, Otto. Zur Verteidigung gegen die Wikinger. Verbündete. Oder auch nicht. Ja, da gibt es scheinbar keine Wenden mehr. Ja, da. So, jetzt ist dann bald soweit. Jetzt können wir es uns bald nicht mehr leisten, beide durchzufüttern. Jo, mehr. Mehr davon. Gut, danke Bayern. Davor kriegt Lotharingien jetzt doch mal ein bisschen was. Wo auch immer ihr langere. Ah, okay. Sind eh schon alle da. Bereite, Holzer, Hauber. Ist jetzt eigentlich eher für Gold Heise? Da. Räte. Nee. Ja, ist okay. Ist okay so. Einer eurer Vasallen steht kurz vor der Rebellion. Ja. Ja, es zögert das Unvermeidliche eigentlich nur hinaus. Komm, ihr lauft mal ins Zentrum der Basis. Und kümmert euch um die Dorfbewohner. Ein harmloser Schwertkämpfer. Okay, mehr. So, du. Sonstige Technologien, die uns was bringen täten. Ja, Tribute boosten kann helfen in dieser Situation des Spiels. So, und wir speichern. Wir speichern das mal. Der Vasallen steht kurz. Rebellion. Den, okay. So, ihr kommt dazu.
wie der einfach, okay, heroischer Speer einfach nur, ein heroischer Speer. Danke, Bayern. Zur Belohnung dürft ihr euch wieder mal an den Truppen verhetzen. Franken. Danke. Das kriegt ihr zurück gleich wieder. Das bekommt ihr gleich zurück, Leute. Fantastisch, die Wenden sind raus. Ah, Loyalitätsboost, super. Fantastisch. Fantastisch, das läuft, ja, das läuft, ja. Okay, ja, macht's weiter ruhig. Oh, ein heroischer einzelner Schwertkämpfer. Entweder heroisch oder dumm. Eins von beiden. Der König von Westfranzien, ja. Der Anspruch auf Italien, einen wirtschaftlichen Aufschwung. Was müssen wir tun, um Italien zu beanspruchen? Müssen wir doch vermutlich zu dieser Adelheit gehen. Eine Gesandtschaft entsenden. Denn wirtschaftlich stehen wir eigentlich ganz gut da. Die Frage ist nur, ob wir Ungarn vorher oder nachher ausschalten sollten. Ey. Ja? Oder ob wir nicht sogar die Wikinger ausknipsen sollten, dass wir dann etwas Ruhe haben. Aber für das brauchen wir wahrscheinlich Kriegsschiffe, könnte ich mir denken. Wie man die Ballistik immer noch nicht entwickelt haben. So. Die Horde. Die gesamte Truppe. Ja. Vielleicht probieren wir es doch einmal zuerst, den Ungarn ein bisschen zur Leibe zu rücken. Bevor wir uns nach Italien trauen. Einfach mal drei Burgen, ist okay. Käse. Du reparierst. Mach den Klickmann. Ja, hier geht's gleich direkt weiter zu dieser ungarischen Position. Wäre natürlich besser, wenn wir das mit Paladinen machen. Was kosten Paladine? 57 nahe Gold. Und wie viel? 1300. Bayern. Jo, wir warten ein bisschen auf die Verstärkung. Ja, wobei, ja, wir müssen ja schon auf die Paladine warten, bevor wir da mit Ungarn loslegen. Und eigentlich auch auf ein bisschen mehr. Ja, wobei gut. So viel hat er vielleicht gar nicht. Ja, wir holen uns schon noch ein paar Paladine mehr.
Das ist soll. Zu diesem Swagge brauchst du einen Stall. Ja, aber der Bayern hält sich noch. Wow. Angriff. Einer eurer Vasallen steht. Ja. Dann pumpt man den ein bisschen. Den lieben kleinen Lothringen. Kurz vor der Rebellion. Den lieben Lothringen. Die letzten Schmiede-Upgrades. Ja. Was? Otto kann wieder zeigen, was in ihm steckt. Seine ganze Ottigkeit. Ja. Seine vollste Ottigkeit. Mehr Häuser. Gut. Verklickt. Versehentlich auf der Windtaste angekommen. In Position. Vielleicht können wir... Einer eurer Vasallen steht kurz vor der Rebellion. Lothringen. Fantastisch. Der liebe Franke. Ja, das wird doch... Das kriegen wir hin. Ja, wir machen da einfach mal mit. Wir mischen da einfach mal ein bisschen mit. Hier schaut's mal weiter, was da noch so ist. Hallöle, liebe Ungarn, ich bin da. Seid ihr auch alle da? Ja, schrien alle Kinder beim Kaschbau, ne? Ah, Dorfbewohner. Dorfbewohner-Raid. Ja, nochmal ein Stück zurück. Die Burg ist weg. Juhu. Ja, das wird doch. Das wird. Bitte hier. Die andere Position war da unten, also die zweite Basis. Einer eurer Vasallen steht kurz vor der Rebellion. Ja. Ah, jetzt können wir uns das doch leisten. Es ist doch ein Gedicht. Es ist einfach nur ein Gedicht, Leute. Es ist doch einfach ein Gedicht. Wehrt euch. Es sind nur harmlose Ungarn, die kennen nix. Nix kennen's. Gut. Machen wir die Technologie noch fertig. Chemie bitte. Und mehr hiervon, mehr davon. Ja, Heise. Ihr engagiert euch in der Finanzbranche, indem ihr Gold abbaut.
wär eigentlich der ideale Spruch von wegen Recruiting, so quasi, möchtest du beruflich neu durchstarten, möchtest du in der Finanzbranche tätig sein, möchtest du jeden Tag... Einer eurer Vasallen steht kurz vor der Rebellion. Möchtest du jeden Tag mit Geld zu tun haben, mit den größten Finanzen, die du dir vorstellen kannst, dann arbeite in der Goldmine, ne? Ach ja. So, haben wir Verstärkung irgendwo schon wieder da? Ja, du. Willkommen und so. Lotharingien. Einfach weiter. Einfach mehr. Gut. Jo, passt eigentlich so, ne? Es gehen zwar alle da runter. Na, bleib's hier oben. Bleib's hier oben, ist besser. Erst die eine Position ausknipsen, dann die andere. So, vielleicht einmal ein bisschen zum Erkunden. Na, das sollen die mal machen. Ja. Angriff, der Ungarn. Gegenangriff. So, du schaust dir einfach mal ein bisschen um, was da so ist. Ob da irgendwas ist. Ja, ich bin da, keine Sorge. Nicht den Kopf verlieren, liebe Türken. Einer eurer Vasallen steht kurz vor der Rebellion. Ja. Einfach schön verteilen. Was haben wir bekommen? 400 Gold. Herzlichen Dank. Bereite? Bubere? Bereite? Der Bubere. Ja, die kommen dazu. Und dann können wir eigentlich schon Lotharingien. Ich brauche dich noch. Und gib ihm. Ja. Verstärkung. Ja. Wehrt euch, sind nur harmlose, leichte Kavalleristen. Oh, und ein paar von den Spezialhusaren. Hossa! Kiten. Aber wenn wir eigentlich schon da sind, können wir eigentlich von hier angreifen. So ein schöner Zangenangriff. Warum nicht? Ne? Ein schöner Zangenangriff, wieso nicht? Ja, stimmt, da war ja was.
Von wegen Dänemark und so, ne? Ui, das ist eine Burg, okay. Macht sie weg. Einer eurer Vasallen steht kurz vor der Rebellion. Jo. Nope. Lotharingien, das liebe Lotharingien. Sammelt euch, Leute. Und jetzt. Gut, wir machen das doch anders. Wir greifen da doch gemeinsam mit den Verbündeten an. Solange wir sie haben. Franken. Ach, gut. Und jetzt. Holt sie euch. Ach Gott, Kiten. Einer eurer Vasallen steht kurz vor der Rebellion. Ja. Ja. Du bleibst da. Die kommen dazu. Dorfbewohner weg. Piu. Wow, okay. Lockt sie zu den anderen. Das ist ein bisschen was. Ja, die Burgfeuer wegmachen. Und jetzt. Nochmal verschieben. Holt sie euch, Leute. Ach Gott. Otto. Der letzte Stürmer. Ja, Flickmann. Ja, ja. Otto, sie weg. Leben wir noch? Ja, wir leben noch. Ist immer schön zu sehen, dass man noch lebt, ne? Wusel, heftiges Gewusel, sodala. Machen wir mal hier weiter. Zuerst natürlich noch Ausbildungsgebäude weg. So, das sind alles die. Hey, Flickmann. Rete. Hey, ja, das war Flickmann. Vielleicht die stärkeren Mauern. Ja? Ein paar dazulassen wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Für alle Fälle. Einer eurer Vasallen steht kurz vor der Rebellion. Wir können uns sogar beide jetzt leisten, ne? Einfach mal so. So. Weil wenn ich mal ansehe, was der hier noch hat, dann ziehen wir das auf jeden Fall durch. So, bis zum Ende. Weil gerade funktioniert es echt gut, muss man sagen. Muss man sagen. Wo ist die Verstärkung, Leute? Habe ich nicht Verstärkung auf den Weg gesandt? Sind die hier irgendwo? Ah.
Okay, auch ist das Gebäude noch weg. Dorfbewohner natürlich raiden. So, ich mach's hier vielleicht einmal vom Sound her etwas dezenter. Weil der Schlachtenlärm ist schon heftig. Ja, der hat auch eine fette Wirtschaft. Bist du gelähmt? Einer eurer Vasallen steht kurz vor der Rebellion. Jo, jo, jo. Ach Gott. Lotharingien, mein lieber Freund. Wie viele Burgen man haben kann. Alter, dieses Gewusel. Heftiges Gewusel. Lass die anderen mal vor. Mal schauen, wer endlich in der Ritterzeit ist, das liebe Bayern. Alter, da geht's zur Sache. Schöne Sache, schöne Sache. Hey, du baust das Tor wieder. War das so? Schaut eher ein bisschen blöder aus, aber ist jetzt okay. Haut sie. Und gebt Nahrung an Lotharingien. Aufteilen. Verteilt euch. Ausbildungsgebäude ausknipsen. Ach Gott. Ja, der hat schon echt viel Zeug. Der Ungar. Und die nächste Burg fällt. Einer eurer Vasallen steht kurz vor der... Ja. Frankie. So, weiter im Text. Das Ausbildungsgebäude machen wir noch weg. Alter, was für ein Gewusel. Was für ein gar heftiges Gewusel. So, hätten wir da noch irgendwas? Ein bisschen was können wir noch ausbilden. Hier kommt's dazu. Angriff. Alle Mann, Burg. Alle Mann, so, 34. Heißt, einer eurer Wasser. Ja. Ach Gott. Kurz vor der. Ob ich mir das jemals merke, was was ist. Lotharingien bekommt Zeug, bekommt ganz viel Zeug. Million. Mal kurz ran, die anderen vorlassen. Da kommt schön was. Ja. So ist das doch schön. Macht's den Dorfbewohner weg. Der bringt Loyalität. Ja, und sobald der Ungar weg ist, also wir müssen die Wikinger ja eh besiegen, okay. Stimmt. Heiße? Ja, gut so. Auf die Burg. Gut.
Jo, auf die Burg und so, ne? Auf die Burg und auf die Lage. Und wir bilden Nachschub aus. Hey, ja, das ist soll. Du kannst eigentlich mal zum Gold. Hover. Ein paar Leute noch dazu holen. Und ja, dann wird die Mission doch nicht ganz so lange, wie ich befürchtet habe. Wobei, ja, könnte natürlich noch sein, dass... Wobei, nein, ich glaube nicht, dass wir unsere Vasallen am Ende der Mission vielleicht noch ausschalten müssen. Das wäre etwas zu fies. Yes! Juhu. Ungarn! Jo, dann eigentlich machen wir einen Speicherer. Einen Speicherer machen wir. Und dann... jo. Können wir die ganze Bagage eigentlich mal wieder zurückschicken. Haben wir den Mönch noch? Ja, den haben wir noch. Bereite? Du gehst zum Gold. Hover. Und dann? Ich wusste, ihr würdet die Vernunft entscheiden lassen. Ey. Bereite. Ey, warum jetzt auf einmal? Ist da jetzt wer runtermarschiert? Oder war das jetzt geskriptet? Okay. Ich muss sagen, ich bin aber doch damit okay, denn es, wenn es jetzt ist. Weil jetzt haben wir natürlich Ruhe von den Ungarn. Die Mission wird viel, viel, viel stressiger werden, wenn man sich Italien zuerst holt. Und dann erst die Ungarn macht, weil dann hätte man hier den Mehrfrontenkrieg. Dann wird man hier von den Wikingern angegriffen und hier von den Ungarn auch noch dazu. Also das wäre ganz einfach noch eine Partie, eine Portion Stress dazu. Gut, aber so hätten wir jetzt für die letzte Folge nur noch die Wikinger zu besiegen. Und dann jo, können wir mal schauen, ob da noch was dann passiert in dieser Mission. Okay, fantastisch. Mit diesen Aussichten verabschiede ich mich. Ich bin der Doc von Gfunden Games und ich sage Grüß euch und Tüdelü.